Mein Name ist Ralf Ebert, ich leite an der Technischen Informationsbibliothek die Forschungsgruppe Visual Analytics. Gleichzeitig habe ich eine Professur an der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik an der Leibniz-Universität Hannover und bin auch am Forschungszentrum L3S tätig. Die Verknüpfung zu LINK ist, dass ich in meiner Forschungsgruppe, dass wir an Themen zur automatischen Bild- und Videoanalyse arbeiten und dort auch im Wesentlichen sehr viel maschinelle Lernverfahren und neuronale Netze einsetzen. Was die Vorbeugung angeht, denke ich eher technisch oder vielleicht auch durch Aufklärung oder Vermittlung von Informationskompetenz. Juristisch Schritte würde ich eher nachgelagert sehen, dass man sich da darauf verständigt hat, was sind Regeln und wann wird dagegen verstoßen, was wird sanktioniert. Technisch gibt es Möglichkeiten oder wird auch daran geforscht, automatisch Bildkompositionen zum Beispiel zu erkennen. Das wäre ja eine Möglichkeit, die in dem Kontext von Fake News eine Rolle spielen können. Ein anderer Aspekt ist, dass man verschiedene Inhalte eines Fotos überprüft auf Glaubwürdigkeit, ob man zum Beispiel sich vergewissern kann, dass ein Foto an einem bestimmten Ort aufgenommen wurde. Das ist etwas, wozu wir auch in meiner Gruppe forschen und auch eine Webdemo online haben. Und das könnte, solche Art Systeme können helfen bei der Ermittlung der Sachverhalte, die einer Nachricht zugrunde liegen. Das ist für mich als Informatiker natürlich eine schwierige Frage, wie sich das psychologisch auswirkt. Also es ist sicherlich in gewisser Weise beunruhigend, dass man solchen gefälschten Informationen oder Fake-Daten ausgesetzt ist, sage ich einmal. Auf der anderen Seite kann man das vielleicht auch positiv sehen, dass man dazu angehalten ist, sich Informationskompetenz anzueignen und dazu gebracht wird, Informationen so kritisch wie möglich zu hinterfragen und da immer am Ball zu bleiben auch. Aber das setzt natürlich voraus, dass man da an entsprechende Medien und Lehrinhalte auch gelangt. Technisch wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, so etwas wie Blockchain, was im Kontext von Bitcoin verwendet wird, zu erforschen, ob es auch möglich ist, die Glaubwürdigkeit von Quellen hier durch solche Technologien zu unterstützen. Also tatsächlich denke ich, dass in Regie und Produktion oder bei der Erstellung von Drehbüchern, dass dort der vielleicht das am schwierigsten wird, das durch maschinelle Verfahren zu ersetzen, wenn ich sage, dass es schon viele Animationsfilme gibt und dort künstliche Schauspieler vielleicht animiert sind, ist das vielleicht der etwas leichtere Part. Aber ich denke, etwas die automatische Generierung eines kompletten Spielfilms zum Beispiel, jetzt haben wir natürlich einerseits, aber dass das komplett von Maschinen erzeugt wird, ich denke, das wird noch ein paar Tage dauern. Ich könnte mir vorstellen, dass das möglich ist. Dazu muss ich vielleicht voranschieben, dass es diese KI-Verfahren in der Regel auf sehr viele Trainingsdaten angewiesen sind. Und hier würde es dann davon abhängen, ob Personen schon im sozialen Medien sehr viel Informationen preisgegeben haben und da sehr viel gepostet haben, Fotos, Texte, sodass man da vielleicht ein System antrainieren könnte, das versucht, die bestimmte Personen zu imitieren. Man könnte sich auch vorstellen, eine Personas zu erstellen, also bestimmte Gruppen von Personen, die vielleicht einen bestimmten Hintergrund haben, vielleicht das Profil linksliberale Künstlerin und das man dann verfeinern würde. Aber auch hier denke ich, das Problem wäre hier, solche Systeme auch zu evaluieren. Also woher würden wir wissen wollen, dass diese Person oder diese Avatar den Äußerungen einer Person tatsächlich sehr nahe kommt oder den Posts. Ich denke, hier bräuchte man sehr viele Informationen, was die aktuellen Geschehnisse angeht, den Zeitgeist, was gerade in ist unter bestimmten Zielgruppen, um so etwas vorherzusagen, welche Art von Star oder Politiker gerade ankommen würde. Ich denke, viele dieser Informationsteile sind auch noch analog, vielleicht immer weniger, und wir haben immer mehr digital. Aber ich denke, man bräuchte sehr viele Informationen, um dann
das als Basis dafür zu haben, solche Avatare, sage ich mal, oder perfekte Stars, Politiker zu schaffen. Jetzt kann man natürlich auch weiterdenken, dass die Organisationen, die am meisten Daten haben, da vielleicht am nächsten dran wären, so etwas zu schaffen. Ja, auch keine leichte Frage für mich als Informatiker. Da wäre wieder meine Gegenfrage, was ist ein perfekter Künstler und nach welchen Kriterien soll das bewertet werden? In der Informatik haben wir da immer relativ harte Kriterien. Hier wäre das schwierig, aber ich denke, das Schaffen von kreativen Maschinen, sage ich einmal, ist begrenzt auch durch das Programm, das sie kreiert hat oder auf dem sie basieren. Und es sind vielleicht komplementäre Möglichkeiten hier der Kreativität denkbar, die dort begrenzt sind, was die Programmierung angeht, so wie wir Menschen vielleicht begrenzt darauf sind, was wir im Laufe unseres Lebens an Einflüssen und Persönlichkeit mitgegeben bekommen haben. Und ich würde es als sich ergänzend ansehen.